jetzt gerade gesehen, geht es in diesem Tutorial um Sticker bzw. Tags in Cartoon Style und ich werde mit dir zusammen einen davon machen, nämlich den ersten, also von Anfang an mit Hintergrund, mit Sticker und Text und dann auch, wie man das Ganze animiert. Das heißt, wenn du Interesse hast an Motion Graphics, wie man das Ganze macht mit den Shapes, Masken, Coordinate Space, Duplicate Node, dann ist das Tutorial auf jeden Fall was für dich. Ich achte auch immer darauf, dass ich möglichst wenig Nodes verwende. Also falls du irgendwo siehst, wo man noch Nodes einsparen könnte, kannst du mir das gerne dann auch in die Kommentare schreiben. Also Effects Library, Effects Fusion Composition und diese ziehe ich in die Timeline rein, wie immer. Dann einmal Steuerung D klicken und die Duration anpassen auf 4 Sekunden. Das ist absolut ausreichend. Und dann nach Fusion wechseln und ich habe hier eine Framerate von 30. Das heißt, falls du die gleiche hast, kannst du dann die ganzen Frames und so auch übernehmen. Ansonsten müsstest du das entsprechend für dich anpassen. Zunächst einmal hole ich meine Background-Note rein, dann gehe ich hier auf Image, diesen Reiter, mache den Haken bei Auto-Resolution raus und wir setzen die Width auf 4000 mal 4000. Das muss deutlich größer sein als die normale Background-Note, damit Coordinate Space dann das Ganze nochmal so umgebrochen wird und diese Balken, die sollen dann vollständig abgebildet werden, deswegen muss das hier so groß sein. Die markiere ich mir auch gleich mal, mache Steuerung C und dann mache ich noch zweimal Steuerung V. Die Merge Note mache ich mal raus und setze die so nebeneinander, gehe in die erste Background Note zurück und hier ändere ich die Farbe. Das habe ich als Hintergrundfarbe, dieses Orange genommen und das sollen jeweils die Balken werden und damit das aber auch die Balken werden, brauche ich noch eine Rectangle Note hier oben drüber, das ist die Maske von dem Background und drunter noch eine Duplicate Note, das ist die ganz normale, einfache Duplicate Note und das kann ich dann mit dem Hintergrund verbinden und die Merge Note wird gebildet, die kann man sich entsprechend anzeigen lassen und dann passe ich zunächst einmal das Rechteck an, also Height auf 1 setzen. Und dann die Width noch so ein bisschen dünner machen und nach links verschieben. Nicht so ganz, weil da kommt dann noch ein gelber Streifen rein, weil dieser Streifen, der soll nicht schwarz sein, sondern dieses Rosa hier haben. Und die Duplicate Note, die setzen wir mal vielleicht auf 16, probieren wir mal. Und dann alles nach rechts nehmen. Wenn du hier so reinklickst und gleichzeitig die Steuerung-Taste gedrückt hast, dann kannst du relativ gut so fein justieren. Das ist so in Ordnung. Ich würde nochmal die Steuerung-Taste gedrückt halten und bei der Breite ein bisschen was wegnehmen, sodass die ein bisschen dünner sind, weil hier kommen ja noch mehr solcher Streifen hinzu. Also Rectangle würde ich hier Steuerung C machen. Dann in den Raum reinklicken, Steuerung V, das Ganze mit dieser Background Note verbinden, die ich hier ein bisschen ransetzen und diese Background Note dann hier rein verbinden, so dass das Ganze gemerged ist. Und hier die Merge Note ist markiert, mache ich nochmal Steuerung T, dass das hier in den Hintergrund kommt. Dann bei Rectangle wieder Steuerungstaste gedrückt halten und bei Width das ein bisschen größer ziehen, so dass man das rechts und links gut sieht. Ich würde sagen so. Und jetzt bei Background, bei Color die Farbe auf dieses Gelb umstellen und dann möchte ich hier noch eine Glow Note einfügen. Und zwar ja, diese hier ist gut genug. Die sollte aber hier nach unten rein. Und ja, das sieht so in Ordnung aus. Und dann können wir als nächstes die Coordinate Space Note reinmachen. Die wird dann das Ganze umbrechen, dass das dann so kreisrund wird. So sieht das Ganze aus. Wir müssen hier aber noch von Polar to Rectangular umstellen und dann haben wir diesen schönen Kreis. Und als nächstes muss ich das jetzt noch auf die richtige Größe bringen. Das heißt, ich muss eine weitere Background Note einfügen und diese Background Note kann ich hier einfach reinmergen. Wir können das hier noch dazu machen und
Hier kann man sich das anschauen und hier muss ich einfach nur Steuerung T machen und dann passt sich das der gängigen Videogröße an als 1920 mal 1080. Hier reinklicken, Steuerung F, dann macht man Fit to Screen. Und jetzt möchte ich zunächst einmal diese kleinen Sternchen hier drinnen machen. Und das geht auch sehr einfach und sehr gut mit S-Star. Und das setze ich mal hier oben rein. Dann benötige ich noch eine S-Merge-Node. Als nächstes benötige ich noch eine S Duplicate Node und als nächstes noch eine S-Render Node dafür. Weil ohne S-Render Node funktioniert das sowieso nicht. Würde ich das Ganze hier so horizontal anordnen und bei S-Tar, das kann man hier rein verbinden und dann diese Merge sich anzeigen lassen. Und jetzt bei S-Tar, da möchte ich die das erstmal auf die richtige Größe bringen, also bei Hide, Doppelklick rein, ist gleich, Enter klicken, dann mit Plus hoch auf die Breite, Width, dann das Ganze auf die richtige Größe bringen, das soll ja nur so klein sein, ich kann hier auch nochmal reinzoomen, dass du das besser siehst, dann bei Style, das Ganze war gelb. Und hier das Ganze markieren, dann Steuerung C klicken, dann hier so in den Raum rein und dann Steuerung Umschalt V. Damit machen wir eine Instance Node, die verbinde ich dann mal hier rein. Hier können wir gleich Steuerung T machen, damit das in den Hintergrund kommt. Und bei der Instance Node, also wenn ich hier irgendeine Änderung vornehme, dann nehme ich sie auch hier gleichzeitig vor. Außer ich deinstanze das und das mache ich bei der Border Width, da sage ich deinstance. Und bei Style sage ich auch überall deinstance, weil das hier soll die schwarze Umrandung dann noch werden. Also muss ich das hier reis deinstanzen, dann auf schwarz umschalten. Und dann kann ich hier die Border Width erhöhen. Und dann habe ich auch schon eine schwarze Umrandung für diesen Stern. Und den bringe ich mal kurz so ein bisschen zur Seite, dass man besser sieht, was man macht. Und zoome hier mal ein bisschen raus. Und bei der Duplicate Node, da sagen wir mal Copies 10. Axis Mode setze ich mal auf Absolut. Und dann kann man das Ganze rotieren lassen. Ist auch absolut egal, in welche Richtung. Hauptsache, der Abstand ist einigermaßen gleich groß. Und die werden dann sowieso zum Schluss so nach außen weggehen. Das würde ich sagen, passt soweit. Dann können wir hier das Ganze erstmal wieder zusammen machen. Und später bei der Animation wird das dann animiert. Und jetzt möchte ich den eigentlichen Sticker machen. Dafür benötige ich auch wieder ein S-Star, dann brauche ich wieder einen S-Merge-Node und dann eine S-Render-Node. So, das sortiere ich mal so ein und diese S-Render-Node verbinde ich mal mit hier. Und lass mir mal diese Merge-Node anzeigen. Und jetzt beim Ester, da setze ich die Punkte auf 14. Dann bei der Depth, da mache ich Punkt 6,8. Das machen wir hier rein, Steuerung F, dass man das hier gut sieht. Und bei der Border Width, da muss das Ganze dann kleiner gemacht werden, sodass das diese Zacken bekommt. So ungefähr. Ja, so sieht das ganz gut aus. Und dann habe ich den auch noch proportional so ein bisschen dicker gezogen und ein bisschen gedreht, so ein bisschen schräg. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Also Style, das Ganze wird wieder so gelb gemacht und das Ganze braucht auch noch eine Umrandung. Dazu mache ich jetzt auch wieder Steuerung C und dann Steuerung Umschalt und V und mache damit eine Instance Node und setze dann bei Style wieder alles auf Deinstance, damit ich das Ganze hier schwarz machen kann. Und hier kann ich jetzt aber nicht das Ganze einfach in die Merge Node hinein verbinden, weil dann
Ich kann keine Borderwis hier dazu geben, weil der bereits im Minus ist. Da würde man das nicht sehen. Deswegen setze ich hier eine S-Outline rein. Und S-Outline, das kann ich dann wiederum mit der S-Merge verbinden. Und ich nehme sie mal hier besser nach unten. Da ist das hier übersichtlicher. Und dann habe ich auch hier so eine schwarze Umrandung, weil ohne die würde man das Ganze wirklich nicht mehr so gut sehen. Dann kann ich hier, wenn ich hier doch noch etwas ändern will, dann ändert sich das auch gleichzeitig mit bei der, weil ich mache das besser mal so, dann ändert sich das gleich auch mit in der Instance Note. Das ist eben das Gute. Und als nächstes benötigen wir noch den Text. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit dem Erstellen der Elemente. Und dann kommen wir zur Animation. Da hat das jetzt ein bisschen alles verschoben. Das gefällt mir nicht. Also den Text, den würde ich hier reinsetzen. Ach so, dann brauchen wir noch den Schatten. Dann brauchen wir noch den Schatten. Na gut, ich mache zuerst einmal den Text, da ich damit schon mal angefangen habe. Also schreibe ich hier rein. Boom einfach nur. Und am Font, da habe ich hier Sketches. Sketches, diese Schriftart kannst du dir runterladen bei der Font. Ich mache auf jeden Fall auch einen Link in der Beschreibung. Das ist eine kostenlose Schriftart. Und bei der Font gibt es kostenlose und nicht kostenlose Schriftarten, aber man kann dort in die Suche reingeben, dass man nur 100% for free welche sucht und dann findet man auch schöne Schriftarten für den Cartoon-Style, zum Beispiel diese hier. Also bei Shading gehe ich mal rein und gebe dem Ganzen eine schönere Farbe, sodass du es auch ein bisschen besser sehen kannst. Dann die Größe noch entsprechend anpassen. Ich schaue mir noch mal kurz das Original an. Also sagen wir mal so. Und jetzt müssen wir das Ganze aber noch ein bisschen schicker machen. Also ich mache mal hier das Ganze so rein, dass das ausgefüllter ist. Und dann auch bei 2 rein und einen Haken setzen. Und natürlich von Rot das Ganze auf Schwarz umstellen. Und bei Thickness das Ganze noch so ausfüllen, dicker machen. Und dann sieht das eigentlich schick nach Cartoon-Style aus. Und bei Layout möchte ich das Ganze noch in der Z-Komponente anpassen. So ungefähr. Und bei Transform, hier bei Size, auch bei X die Buchstaben ein bisschen dickerer machen und auch bei Y so ein bisschen nach oben setzen. Und dann passt es soweit. Und dann möchte ich noch einen Schatten einfügen. Also dafür brauche ich eine S-Ellipse. Also dieser Schatten, der wird ja mit diesen kleinen Punkten gemacht. Und ja, S-Grid und eine S-Render-Note. Ich kann die nicht mit dieser S-Render-Note machen, da ich jetzt gleich eine zusätzliche Maske dafür verwenden möchte. Also mache ich das Dreieck zusammen, setze das mal nach oben. Verbinde das mal mit der Merge-Note. So. Jetzt setze ich hier bei Height ein Ist gleich und dann mache ich Enter und dann ziehe ich das Plus hoch zu Width und dann ist das hier alles gleich und dann kann ich das Ganze hier kleiner machen und ich lasse mir mal die S-Render-Note anzeigen, damit ich das Ganze ordentlich machen kann. Ich gehe mal rein in die S-Grid-Note jetzt und setze das Ganze hier hoch. Und das Ganze hier runter. Also Steuerung gedrückt halten, dann kann man sehr gut fein justieren und das Ganze alles zusammenschieben. Und die sind noch ein bisschen zu groß. Ich würde hier noch ein bisschen kleiner machen. Und dann kann man das noch ein bisschen mehr zusammenschieben. Und hier dann bei Grid Cells vielleicht 80. Das wird ziemlich viel, so viel brauchen wir nicht. Dann sagen wir mal 60 und 60, das ist ziemlich viel. Können das ein bisschen kleiner machen. So ist ausreichend. Dann bei S-Ellipse Style von weiß auf schwarz ändern. Und dann können wir uns diese Merge-Note mal anzeigen lassen. Dann in diese Merge-Note reinklicken und Steuerung T machen, so dass das Ganze in den Hintergrund kommt. Dann die Ellipse noch ein bisschen
Verschieben, am besten hier reinklicken und das so nach unten so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr von diesem Netz, aber mal schauen, vielleicht reicht es auch so. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt eine Ellipse, eine einfache Ellipse, keine S-Ellipse. Und die kommt jetzt hier in S-Ränder rein. Und das ist sozusagen die Maske dafür. Und die möchte ich aber noch zu einer echten Ellipse machen und nicht zu so einem Kreis. Dann kann man das Ganze hier noch drehen. Am besten vielleicht hier. Und dann vielleicht so machen und dann noch versetzen, wie man es benötigt. Ja, ich würde es mal so machen und dann diese S-Ellipse noch nach unten. Ja, es reicht wirklich nicht. Bei dem Grid, also bei S-Grid, müssen wir hier noch ein paar mehr Zellen machen. So, jetzt ist das Ganze ausfüllend und jetzt kann man bei der S-Ellipse noch Soft Edge hinzugeben und dann sieht das so fließender Übergang aus. Ich mache das aber noch ein bisschen kleiner. Und so rum drehe ich das vielleicht. Und dann kommt das schon ziemlich nah dem, was ich im Intro gemacht habe. Ich verbinde das Ganze mal hier noch mit dem Media Output. Lass mir den Media Output ausgeben. Und dann sind wir soweit fertig und können mit der Animation beginnen. Ich hoffe, du bist noch nicht müde geworden und dass das nicht irgendwie zu viel wird. Also ich setze das Ganze hier ein bisschen nach links und hier an der Stelle benötige ich noch eine Transform Node nach Coordinate Space XF. Die mache ich dann aber später noch. Und zwar möchte ich doch zunächst einmal diesen Balken animieren. Das mache ich mit einer Maske. Das heißt, ich benötige noch eine zusätzliche Rectangle Node. Diese Rectangle Node kann ich hier reinsetzen. Und ich lasse mir mal jetzt den Background hier ausgeben. Und dieses Rectangle, das soll nicht subtrahiert werden, also nicht Merge Node hier rein, sondern Subtract. Also nicht addiert, sondern subtrahiert werden, so rum. Und das Ganze verschieben wir mal hier nach X. Dann Height können wir hier auf 1 setzen. Soft Edge bisschen höher stellen, damit das dann so ein fließender Übergang ist. Und die Breite, die kann ruhig so bleiben. Und dann animieren wir das Ganze. Und zwar würde ich am Anfang so einen Vorspann lassen. Vielleicht will man da vorher noch Übergang oder so einsetzen. Also ab 10. Frame, da soll das Ganze beginnen. Also da ist die Height, da setze ich den Keyframe bei der 1. Und dann sagen wir mal bei 24, da ist dann die Höhe auf 0. So, und dann kann ich hier reingehen, mache Steuerung C, Steuerung V, setze das Ganze hier rein und mache mal bei Height Doppelklick, dann das Ganze auf 1. Lass mir mal den Background anzeigen. Das passt auch soweit, also alles. Dann muss ich das nur noch animieren. Sage ich bei 22, setze ich mal hier den Keyframe bei der Height auf 1. Und dann bei 34, da ist dann die Height auf 0. So, und bei der Duplicate Node, da möchte ich noch bei Time Offset, möchte ich noch Minuspunkt 5 eintragen. Das bedeutet, jegliche Änderung, die gemacht wird, die wird mit Versatz gemacht um einen halben Keyframe. Also es wird immer alles ein bisschen später gemacht werden. Deswegen siehst du es den gelben Streifen hier noch nicht vollständig da. Und bei der Transform Node, können wir uns das hier mal anzeigen lassen, da will ich die Drehung einstellen. Also gehe ich hier bei Angle rein, Doppelklick ist gleich und dann hier Time eintragen. Und wir sagen mal 2. Ich hoffe, das ist ausreichend schnell. Wir können das Ganze mal
abspielen lassen. Kannst hier auch noch mal reinklicken und schauen, dass High Quality aus ist und Motion Blur und Proxy an ist. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller vielleicht. Aber der muss halt immer ein bisschen rendern. Was man auch immer gut machen kann, um denen zu helfen, ist einfach die Render Range kleiner zu setzen. Da hat er nicht ganz so viel zu tun. Weil jetzt geht es ja sowieso nur um zu schauen, ob die Geschwindigkeit ausreichend gut ist. Und da muss er nicht ganz so viel zu tun haben. Diese ersten Balken, die kommen rein dadurch, dass man Soft Edge hat. Und deswegen sieht man halt eben am Anfang bereits, dass da etwas so durchkommt. Und dann so, und wenn der fertig ist mit Rendern, dann kann man das auch schauen und das ist auch vom Timing her alles richtig. Und dann können wir weitergehen mit dem Animieren, wobei ich als nächstes diesen großen Stern animieren würde. Und ich würde den gelben Stern und den Schatten zusammen animieren, deswegen muss ich doch nochmal den Text hier ändern. Als den Text, den nehme ich mal hier raus. Ich halte die Umschalttaste gedrückt, kann ich den hier rausnehmen und hier reinsetzen, dass der hier eins nach unten kommt. Dann setze ich das hier mal alles noch nach oben, markiere das Ganze so, so, und nach der Merge Note, da setze ich noch eine Transform Note rein mit XF, kann ich diese aufrufen und die kann ich animieren. Und zwar schaue ich jetzt, wo der Hintergrund sich vervollständigt. Also schaue jetzt nach den gelben Balken sozusagen. Also hier ist er fast ready, das heißt, hier kann man bereits das Ganze rauskommen lassen. Also ich sage bei Size, bei 1 setze ich einen Keyframe, bei 33, und dann können wir sagen, bei 41 sagen wir erstmal 8 weitere Keyframes. Da ist dann die Size auf 1, ein bisschen größer als 1 vielleicht, so. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Hier ist die Size auf 0. Dann nach vorne ist die auf 1 bei 41. Dann gehe ich mal weitere 3 Frames nach vorne. Das soll die bisschen unter 1 wieder gehen. Sagen wir mal so. Und dann wieder 3 nach vorne bei 47. Dann etwas über 1. Nicht ganz so groß, so vielleicht. Und dann weitere 3 Frames, also auf 50. Und da soll dann die Size auf 1 sein. Und die Schrift, die wollen wir dazu animieren. Und zwar hier bei 39. Soll die Schrift, sag ich mal, bei Layout, bei Size, setze ich ein Keyframe. Das wird dann gleich noch auf 0 sein, also bei 39. Und dann sagen wir mal bei 46, also 7 weitere Frames. Genau, da mache ich wieder bei der Size ein Häkchen, ein Keyframe. Gehe ich hier zurück, sage, hier ist das Ganze dann auf 0. Dann gehe ich hier nach vorne, ist sie 1. Vielleicht ein bisschen mehr als 1. Muss ich hier reingehen, machen wir mal 1.2. Dann weitere 3 Frames, also bei 49. Da ist sie dann wieder etwas weniger. Und bei weitere 3 Frames, da ist sie dann bei 52. Und da sag ich, ist die Größe wieder auf 1. Und dann können wir mal uns anschauen, ob das Ganze soweit passt oder ob das irgendwie komisch aussieht. Ich schränke mal wieder hier die Render Range ein und dann schauen wir uns das mal nur hier an.
Also ich würde sagen, das passt soweit. Und wir können hier auch schon die Ab-Animation gleich mitmachen. Das Ganze ein bisschen runder machen und dann die Ab-Animation machen. Dafür brauchen wir den Text und die Transform-Node. Und ja, nichts mehr weiter dafür. Und jetzt gehe ich auf F, also auf den Spline-Editor. Und Text und Transform-Node muss ich mir doch nochmal anwählen. Dann kann ich hier draufklicken. Dann kann ich Steuerung A machen und auf S gehen. Dann wird das Ganze hier alles ausgesmoothed. Kann das nochmal so abspielen lassen. Sieht das nicht ganz so abgehakt aus, sondern ein bisschen eleganter. Dann kann ich mir jetzt überlegen, wie lange das Ganze halten soll. Ich würde mal sagen, 20 Frames. Das wäre also immer noch weniger als eine Sekunde. Aber ich denke, das ist ausreichend. Ich denke, das ist ausreichend. Also 52. Dann gehe ich auf. Nee, auf 62, genau auf 62, das wäre die Mitte von 20 Frames, also plus 10 Frames. Und hier können wir das Ganze auch ein bisschen so kleiner machen, damit wir besser sehen, was wir hier machen. Und dann bei Text. Achso, hier bei Size, da können wir beispielsweise die Farbe ändern, dass das hier nicht gleiche Farbe ist. Dann sieht man das auch besser, was man macht. Also hier ist der Cursor. Jetzt kannst du Steuerung K drücken. Dann setzt du ein Keyframe über alle Linien, die hier sind. Und dann machen wir jetzt noch einmal Steuerung A, um alle Keyframes zu markieren. Dann hier einfach in den Raum rein, rechter Mausklick. Und dann sagen wir Duplicate und Ping-Pong. Und dann kommt noch so eine Abfrage, Numbers of Loop 1 machen wir hier. Okay. Und wenn du hier das Ganze verschiebst, dann hat er das Ganze auf die andere Seite kopiert und wir haben eine Ab-Animation. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir können es das dann nochmal vollständig anschauen. Und ja. Und das sind die Sterne. Die Sterne machen wir jetzt gleich, aber es war wichtig, dass ich vorher halt eben das andere animiere und dann kommen die Sterne jetzt noch, die kleinen dazu. Der ist halt eben langsam, solange er nebenbei rendert und wenn das einmal gerendert hat, dann sehen wir das Ganze in Echtzeit. Und ja, das ist schön auffällig, das passt soweit. Jetzt müssen wir noch schauen, wo die Sterne hier rein sollen. Also, wenn das Ganze hier kleiner wird, bei 38 ist es groß. Also ab 35 kann man diese Sterne animieren, diese kleinen. Da würde ich hier reingehen, genau. Und hier setzen wir einen Keyframe und 35. Und dann würde ich sagen, weitere 12 Frames, also bei 42. Da soll das Ganze dann hier draußen sein. Müssen schauen, dass alle rauskommen. So, und dann können wir uns nochmal anschauen, wie das Ganze aussieht. Ob das zu schnell oder zu langsam ist. Ich setze nochmal hier den gelben Cursor rein, damit der nicht so viel zu tun hat. Okay, das mit den Sternen ist viel zu schnell. Man sieht die so gut wie gar nicht. Das heißt, ich muss diesen Keyframe hier noch versetzen. Also nicht bei 42, sondern sagen wir mal bei 48. Setze ich hier einen Keyframe, springe nach vorne und mache den Keyframe einfach raus. Und mal schauen, ob das jetzt in Ordnung ist oder zu langsam. Und das ist immer noch ziemlich schnell. Dann würde ich sagen, mal bei 50. Ich meine, die zwei Frames, das macht jetzt auch nicht so viel aus. Hier das Ganze raus. Und dann gehe ich mal mit F in den Spline-Editor rein. Bei Transform das Ganze rausmachen. Bei Text den Haken rausmachen.
Und bei Star 1, bei X Offset, das ist das Einzige, was mich hier interessiert. Dann markiere ich das Ganze hier, mache S, dass das Ganze hier so abgerundet wird. Und dann einmal T drücken, dann bekommst du hier noch dieses Menü Ease In und Ease Out. Und bei Ease In würde ich das Ganze noch ein bisschen erhöhen, so dass sie dann, wenn sie nach außen gehen, das Ganze etwas langsamer wird mit den Sternen. Überleg mir gerade, ob das noch zu schnell ist oder nicht. Ich würde es mal so. Naja, dann verschieben wir das Ganze nochmal hierhin. Ja, so gefällt das mir mehr. Also ich habe auf 56 den Keyframe verschoben und dann passt das soweit. Und das Einzige, was ich jetzt noch, also wir sind jetzt bereits am Ende, alles geschafft. Ich habe nur noch, damit das hier nicht so statisch ist, ich glaube auch in der Originalanimation habe ich es ein bisschen länger lassen gemacht, damit das hier nicht so statisch ist, habe ich hier dem Ganzen noch so ein bisschen so einen Wackler hinzugefügt. Also hier einfach bei Center, mit Center kann man hier das Ganze verschieben. Einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann sagen wir Modify With und hier Shake reinsetzen, dann zu Modifiers wechseln und hier das Minimum hochsetzen und das Maximum runtersetzen, so ungefähr. Und Smoothness ein bisschen runtersetzen und dann können wir uns schauen, wie das Ganze hier aussieht. So, und dann ist das auch die ganze Zeit in Bewegung. Das passt soweit. Und jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe. Und zwar sind ja die Sterne, die sind am Anfang zu sehen. Und das sollen die nicht. Die sollen aber nicht am Anfang zu sehen sein. Also hier, wo habe ich die angefangen? Wo habe ich die animiert? Ab Frame 35. Das heißt, bei 34, da gehe ich hier auf diese Merge-Node rein, wo der Stern drin ist, und setze bei Blend einen Keyframe, und zwar auf 0. Und dann bei 37, da ist dann Blend auf 1. Und da sieht man dann die Sterne, wie sie rauskommen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig gerendert hat. Und ja, ich habe hier zum Schluss noch viel Platz. Das heißt, man könnte das Ganze noch ein bisschen kürzen. Wobei, hier habe ich Render Range zu kurz gesetzt. Aber ja, man könnte das wahrscheinlich bei Frame 106, könnte man das Ganze schon abschneiden und dann mit einem Übergang zum nächsten oder ja, was auch immer man damit vorhat, irgendwie machen. Man kann auch ja nur das Element einzeln benutzen. Ich wollte nur den Hintergrund mit zeigen, weil ich weiß, dass ich danach sonst gefragt werden würde. Mein Name ist Sofia und ich werde dir noch die Soundeffekte, die ich verwendet habe, in der Beschreibung unten hinzufügen, falls du die in irgendeiner Weise kopieren möchtest. Ich hoffe, die Art von Tutorial hat dir gefallen. Solltest du Verbesserungsvorschläge haben oder weitere Anregungen, Fragen, dann schreib mir gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich, darauf einzugehen und ich freue mich, dich in einem anderen Tutorial wiederzusehen.